beim All-Inclusive den ganzen Schnapsvorrat leer. Moin moin Freunde, ich bin's, der Spielfriese. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Watch Dogs. In der vorigen Folge haben wir Nikki, Aidens Schwester, aus dem Fang von Damien, seinen Fixern, befreit und sie zwischen den ganzen Fixern durchmanövriert und sie konnte dann letztendlich entkommen. Aiden hat zu ihr gesagt, sie soll alles nur Wichtige zusammenpacken, was sie braucht, und Aiden will jetzt mit ihr aus der Stadt fliehen. Dann wollen wir jetzt mal gucken, was uns hier in der Mission erwartet. Ich habe mich so angestrengt, Nikki von allem abzuschirmen. Und jetzt hat sie jemanden getötet. Die ganze verdammte Stadt bricht unter uns zusammen. Ich bringe sie in Sicherheit, bevor es zu spät ist. Na komm. Yolanda sagt, sie hetzt dir die Polizei auf den Hals. Steig ins Auto, na los. Bist du reingelegt worden? Sag es. Ich hab ihn. Diesen Mörder. Ich weiß, wer er ist. Was? Nick, die Zeit ist knapp. Wir müssen los. Jetzt! Komm jetzt! Verlassen Sie die Stadt, meiden Sie die Polizei. Okay. Jax, halt den Kopf schön unten. Wir müssen also vor den Bullen abhauen und dürfen uns ja gesagt nicht erwischen lassen. Aiden, das sind Polizisten. An alle Einheiten, eine Hochleistungspatrouille. Warum wir vor der Polizei? Die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Nikki, hör zu. Du sagst nichts, wenn sie uns schnappen. Jetzt fahre ich euch zwei erstmal aus der Stadt. Du verschwindest und bleibst unsichtbar. Ich kümmere mich um sie. Das macht doch keinen Sinn. Wir haben nichts zu verbergen, oder? Du bist der Rächer. Das ist kompliziert. Aber hier sind wir am sichersten, glaube ich. Oh. Also alles aus den Nachrichten. Die Morde. May Stadium. Das warst du? Oh Gott. Und seit ich weg bin? Was hast du getan, um mich rauszuholen? 948, Adam an der Nur das, was ich muss. So, ich hoffe, euer Erfolg weiter so supi. Können wir endlich wieder auf öffentliche Straße. Ja klar, dass da ein Zug kommt. 101 Flavors. Alles, was ich kenne, ist in Chicago. Mein Zuhause. Sollen wir von vorne anfangen? Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen falsch. Ich dachte, die Dinge hätten sich geändert. Ich hoffte. Die Dinge werden sich ändern. Versprochen. Keine Versprechen mehr, Aiden. Wo sollen wir jetzt hin? Ich werde dich und Jax von hier fortbringen. Und was dann? Wir könnten den Staat verlassen und bei... Nein, sag's mir nicht. Sag es niemandem. Gibt's hier keine Anbindung vom Festland? Oh Mann. Doch wieder hier lang.
Aber ich schätze mal, das Fliehen mit Nikki und Jackson wird uns nicht so leicht gemacht. Schon komische Geräusche. Ich glaube, die macht gleich schlapp. Es ist vorbei. Für euch zwei. Aber für dich nicht. Schon okay, Jax. Hätte nicht so kommen müssen, aber haben wir eine andere Wahl. Ist alles okay? Weißt du noch, als wir Kinder waren? Und ich dir nachlief. Und du wolltest mich loswerden, aber ich hab's immer weiter versucht. Ich mochte deine Autos nicht. Oder Hockey. Und deine Freunde waren eklig. Ja. Ich bin dir gefolgt, weil ich dich vergöttert habe. So wie Jackson. Und ich habe nur gehofft, du würdest mich bei dir wollen. Doch irgendwann habe ich nur noch gehofft, dass du dich mal umsiehst. Ich kann nur sagen, es tut mir leid. Aber jetzt folge ich dir nicht mehr. Ich weiß. Okay, Liebling. Verabschiede dich jetzt von Onkel Aiden. Kommst du nicht mit uns? Nein. Dein Onkel bleibt hier. Bye, Jax. Der Abschied war sehr rührend. Ich gehe mir gerade ein bisschen nah. Aber nur ein bisschen. Sie ist jetzt also weg. Ich hab da was, das Licht auf den Typen wirft, den du suchst. Bist du bereit dafür? Wahrscheinlich nicht. Spiel's trotzdem mal. Ich will, dass Sie etwas für mich überbringen, Mr. Irak. Okay. Gibt's einen Namen und eine Adresse für den Job, Mr. Quinn? Branks und Pierce. Eine deutliche Warnung. Treffen Sie die Familie, wenn es sein muss. Sir, ja, Sir. Was haben Sie getan? Das geht Sie nichts an, Mr. Irak. Tun Sie das. Und ich lasse Sie dafür nächstes Jahr die Auktion leiten. Was für ein eiskalter Hurensohn. Verdammter Quinn. Das sollte nur ein schneller Job werden. Tag der Abrechnung, kein Problem. Scheiß Mafia-Boss. Ich hab dir nicht zu sagen, was du tun sollst, aber nur so am Rande.
Quinn hat so ein Wohlfahrtsding am Laufen. In seinem Hotel, dem Merlot. Das ist ziemlich offensichtlich. Alter. Nikki wird nie zurückkommen. Ich habe sie aus ihrem Haus getrieben. Weg von mir. Aber sie ist sicher. Sie sind beide sicher. Ich weiß, ich könnte sie finden. Aber das werde ich nicht tun. Nicht mehr. Und jetzt Quinn. Lucky Quinn. Er ist an allem schuld. Er ist der Geist, den ich gejagt habe. Der Mann, der den Angriff befahl. Der mein Leben zerstörte und meine Familie. Es war Quinn. Jetzt wird er mir antworten müssen. Okay, dann werden wir uns wohl jetzt den komischen alten Opa namens Quinn, der fiese Drecksack, widmen müssen. Aber wir sind auch schon wieder am Ende einer Folge angelangt, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Für einige ist er ein Krimineller, für andere ein Held. Wir wissen sicher, dass er der Rächer ist, der seit Monaten durch die Straßen Chicagos streift. Aber wer ist Aiden Pierce? Unsere Nachforschungen ergaben Widersprüchliches. Es gibt Hinweise darauf, dass er verheiratet war. Ein anderer Bericht widerspricht dem allerdings. Wir wissen von einer Schwester, einige sagen, er hätte auch einen Bruder. Zu den meisten Spekulationen gibt es keine Beweise. Unzweifelhaft ist, dass ein junges Mädchen, Lena Pierce, bei einem Autounfall starb. Ein Unfall, der einigen als Anschlag einer Gang gilt. Falls eine Verbindung zu Pierce besteht, war dies dann der Auslöser, der diesen Mann zur Selbstjustiz antrieb? Vieles liegt noch im Unklaren. Wir berichten weiter. Die schnüffeln mir hinterher. Aber egal. Ich bin der Rächer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank.